Hallihallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich hatte euch im letzten Video einen total mega super super smoothie, cremigen, schönen Lidschatten vorgestellt von Bobbi Brown in der Farbe Stone war das, ne? Ich kipp den jetzt nochmal hier auf. Und halte den jetzt hier in die Kamera. Und jetzt wollte ich euch noch eine andere Farbe demonstrieren auf meinen Lidern, nämlich wie mein Hintergrund blau. Das ist ein sehr schönes Blau, also ich würde sagen, es ist ein Taubenblaugrau, aber wenn man es aufmacht, ist es doch, es ist ein Eisblau. Es ist ein Eisblau, es ist ziemlich schrill, glänzend, nicht matt. Aber das Schöne an diesen Stiften ist, dass sie so eine leichte, cremige Textur haben. Man kann das wunderbar mit dem Finger verblenden. Man kann einen Pinsel nehmen, klar, einen Verblenderpinsel, aber man kann diese Farben benutzen zum Definieren, zum Aufhellen, generell um das Lid einzufärben, sage ich jetzt mal, einzufärben. Und das möchte ich euch jetzt mal mit dem Blau heute zeigen. So, ja. Das ist natürlich ganz schön blau. Ich bin mal gespannt. Also man beginnt immer hier in der Mitte und trägt das auf. Ich habe einen leichten Primer drunter. Man kann das, schön ist, man kann das total variieren. Man kann sich das richtig dick auftragen oder auch nur wie so ein, ja, wie so ein Lidstrich oder Verhalten. Was ich hier natürlich auch machen kann, ich nehme es mal, da geht es ein bisschen schneller. Synthetika-Pinsel, feuchte den etwas an und verblende den. Also was schön ist bei dem hier, kann man wunderbar benutzen für den Augenwinkel zum Aufhellen. Ja. So, das nächste Auge. Also ganz einfach ist das in der Anwendung, wirklich. Entweder mit den Fingern verblenden, oder mit einem Pinsel. Also wichtig ist immer, das wisst ihr, wichtig ist immer, dass ihr die Augenpartie, dass ihr die vorher gut pflegt. Also immer eine Augencreme auftragen. So. Ich möchte ja nur so angedeutete blaue Augen haben. Wie in den 80ern, 70ern. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese blauen Wimperntuschen, dass das mehr am Kommen ist. Ist es aber nicht. So. Also ich möchte jetzt nicht so hoch diesen Lidschatten ziehen, sondern einfach meine grün-blauen Augen blau betonen. Also blauer Lidschatten passt natürlich fantastisch. Also zu hellblauen Augen vielleicht nicht, aber zu grünlichen Augen, zu braunen Augen. Sieht, um in der jungen Sprache mal zu sprechen, mega aus. Zu blauen Augen, also zu blau geschminkten Augen-Make-up passt natürlich Nude, passen nudefarbene Lippen oder aber auch so ein Rosé-Ton oder ein Rosenholzton. Ich habe jetzt hier so einen sehr preiswerten von Essence, Happiness in a Bottle, nennt sich dieser Farbton. Das sind die, die so sehr preiswert sind, aber wahnsinnig toll schmecken, so fruchtig. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich finde, von Essence haben diese Glosse eine tolle Haltbarkeit und auch ein sehr schönes Bürstchen zum Auftragen der Lippen. Ich will das jetzt mal hier. Kann man sehr schön machen. Seht ihr, die Oberlippe? Dann geht die in die Winkel. Mm, die schmecken. So.
man kann das jetzt so lassen. Oder ich habe hier noch einen Lippenstift, den ich irgendwie alleine nicht trage. Der ist von Bobby. Vielleicht habt ihr auch so einen Lippenstift, den irgendwie nicht, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder wurde. Und den könnt ihr in Kombination mit einem anderen mal mischen, wie das ist. Also das ist hier eine, den habe ich jetzt auch schon das zweite Jahr. Das ist so ein Bikini-Pink. Den finde ich ziemlich pinkig. Und deswegen habe ich jetzt diesen roséfarbenen hier drunter, also diesen Happiness in the Bottle, den habe ich jetzt hier drunter, diesen Gloss. Und gebe jetzt mal diesen Pinky. Darüber. Das ist ein wahnsinnig toller Geschmack. Also diese ich weiß nicht, was da drin ist in diesen Essence Shine Glossen. Die kosten, glaube ich, 1,95 Euro, aber die sind der Burner, die sind der Hammer. Ich habe da letztes Jahr schon ein paar von gehabt. Ich finde die unglaublich. Also ich würde sagen, das ist so ein Rosenholz. Ton, ja, der unterstreicht sehr schön die eigene Lippenfarbe, selbst wenn man jetzt gar nichts weitermachen möchte. Also nicht noch einen Lippenstift drüber geben möchte. Aber ich dachte mir, diesen Pink, ich mag den irgendwie so nicht alleine. Also wenn ich braun bin, schon. Aber ich dachte mir, ich probiere das jetzt mal aus. Und das ist eine ganz tolle Konsistenz miteinander. Also hat man, ich habe es jetzt mal andersrum gemacht. Erst den Gloss und dann den Stift. Man kann es natürlich auch so rum machen, dass man erst den Lippenstift, so kennen wir es ja, und dann den Gloss darüber gibt. Aber ich habe jetzt mit einem farbigen Gloss gearbeitet. Insofern, ihr habt ja gesehen, dass das geht. Man sieht, es ist Farbe abgenommen worden. Und die, also die Augen, finde ich, das ist auch ganz, ganz dezent. Obwohl er, wie gesagt, so heftig, ne? Also wenn man den aufträgt, ist der richtig so ein Space, ist ja ein Eisblau, ne? Also dachte ich mir, oh, wer weiß, wie das auf den Augen aussieht. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Blau, wenn man das dezent mit den Fingern so verteilt. Ich würde aber, also auf jeden Fall sollte das Lid vorbereitet sein. Entweder eine schöne Augencreme aufklopfen, ein bisschen warten oder ihr gebt einen Primer auf. Würde ich machen, auch wenn es heißt, ja, unter cremige Produkte muss man nicht unbedingt einen Primer auftragen. Aber irgendwie kann man das dann besser verblenden mit den Fingern oder ihr nehmt einfach einen Sonnen. Synthetika-Pinsel, feuchtet den ein bisschen an. Auch wenn der trocken ist, geht das nicht so gut. Er muss ein bisschen angefeuchtet werden. Dann gleitet das sanfter über das Augenlid und ihr müsst da nicht so reiben. Denn ihr wisst, ne, alles Grubbel und Gereibe hat nichts in unserem Gesicht zu suchen. Immer schön alles klopfen und tupfen und Streicheleinheiten für unser Gesicht. Ihr Lieben, ich schreibe die Produkte gerne rein, wenn ihr Lust drauf habt, auf blaue Augen oder auf stonefarbene Augen. Das Augen-Make-up hatte ich ja das Tutorial das letzte Mal schon reingestellt. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Bobbi Brown. Aber das ist ja nichts Neues. Das wisst ihr ja, ne? Das wisst ihr. Und diese Stifte kosten nochmal, also 29,99 Euro kosten sie beim Douglas. Im Internet, ich habe geguckt, es gibt es ja auf verschiedenen Seiten, bei Amazon, bei Bobbi Brown direkt oder keine Ahnung, bei Parfümdresse, wie die alle heißen, diese Seiten. Das variiert also wirklich bis 34, 35 Euro, muss man sehen. Ne? Ja, ich halte hier nochmal in die Kamera. Diese beiden Stifte sind ein tolles, also tolle Schminkutensilien. Für einen mega schönen Look, so einen frischen Look. Und nochmal blau für grüne Augen, für grün-graue Augen, für graue Augen, für braune Augen. Wer jetzt wirklich ganz strahlende, hellblaue Augen hat, dem würde ich jetzt nicht unbedingt ein Blau empfehlen. Der sollte eine andere Farbe. Der soll mal ins Grünliche gehen. Das sieht dann auch wiederum toll aus. Oder ins Mauve-farbene oder lila-farbene, Lavendelfarben. Also, ihr Süßen, seid besonders gut zu euch und viel Spaß beim Ausprobieren eurer Lippenstifte, eurer Lidschatten, was ihr sagt. Probiert mal so ein bisschen rum. Ich denke, da finden sich ganz, ganz viele Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Denkt dran, seid gut zu euch. Bis bald. Ciao.